Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deponia. Es geht weiter, wir müssen jetzt... Na, gespannt? Die Windhose bei einem Flugschnabel hier, ein Katapult. Wie lange beobachtest du mich eigentlich schon? Oh, eine ganze Weile. Unheimlich. Unheimlich angemessen. Ein Fan, das gibt's nicht. Eigentlich hätte ich doch schon viel früher eintreffen müssen. Die Kanone ist so montiert, dass die Achse direkt im Schussfeld liegt. Wie erfrischend und vorsichtig. Warte, Goal! Ich schieße dich frei! Nein, alles nur das nicht! Ja, ich bin ein Kanonierer! Ah! Mist, die Kanone hat einen Linksdrall. Ach, da müssen wir leider einen Knopf drücken. Hebel! Genial! Du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzers gefunden! Genau! Die manuelle Dingens! Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nach! Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen! Ich werde beschleunigen. Aha! Du beschleunigst den Kreuzer, anstatt ihn zu stoppen! Wie es alle anderen getan hätten. Alle anderen sind ja auch Idioten. Und dass der Kutter zwischen die Zahnräder gerät, ist sicherlich auch ein Teil deines Plans. Richtig? Genau. Jetzt können wir schießen. Ja toll. Bitte die Munition alle. Na toll. Was ist das denn für ein Scheiß? Goal! Ich rette dich! Angriff! Was sagst du? Mach doch! Edler Wetter! Man versteht kein Wort! Da müssen wir glauben. Hui! Das sprühen aber die Funken! Noch schneller! Wahnsinn! Mein Mantel ist fenster! Aber ich bin trotzdem froh, dass ich hier daran teilhaben darf! Zum Glück ist der Organon für seine hervorragenden Brandschutzmaßnahmen bekannt! Eine Propaganda! Darauf verwette ich meine Stiefel! Deine Stiefel! Unser Fan ist tot! Hey! Aufwachen! Du verpennst den Höhepunkt meiner Uneigennützigkeit! Verdammt! Weiter! Das ist schon die Maximalgeschwindigkeit. Organon, die er live und richtig Spaß bremsen. An mir ist ein famoser Feuerwehrmann verloren gegangen. Zumindest mangelt es in meiner Umgebung nie an Feuer. So. An mir ist ein famoser Feuerwehrmann verloren. Zumindest. Hat jemand das Fenster offen gelassen? Ja, geil. Der Kutter war kaputter als die Waage von Tonis Mutter. Das Futter war alle und die Route noch weit. Doch die Stimmung war gut, da war alles in Butter. Nur irgendwann machte sich Müdigkeit breit. Denn ab hier mussten Rufus und Koja zu Fuß los. Nicht tragisch, so ein Fußmarsch macht ja doppelt so viel Spaß. Mit einem peppigen Lied auf den Lippen. Um die Sache zu unterstreichen, flut ich jetzt die Gesangskabine des Chors mit Heliumgas. Wie schön. Russa mit Heliumgas erholt.
Kundschaft freigeschaltet. Cool. Da laufen sie. Yeah! Und boah, wie ich diesen Organon mit meiner Schattenattacke ausgeschaltet habe. Habt ihr das gesehen? Zum tausendsten Mal, Rufus. Wir... Das war so lässig. Man nennt ihn Rufus. Rufus. Und jetzt alle. Rufus ist der Mann, der die Lässigkeit erfand. Wodurch hör dich nicht. Zum Strand. Was? Hey! Wo wollt ihr denn hin? Da unten ist ein Hotel. Ich muss mich dringend waschen. Besonders die Ohren. Wie geil. Aber Goal? Komm schon, Rufus. Bist du sauer? Dreckig, zerschunden, gedemütigt. Das ja. Aber sauer? Nein. Ob hier ist Laune? Es war schon irgendwie lässig. Wir können nur da runter, schade. Denn wir können uns noch den Sonnenuntergang angucken. Aber nein, guck mal, da läuft da der lässige Rufus. Man nannte ihn Rufus. Mit seinem Fuß machte er die Rufus. Aha, platt. Eine Treppe. Ganz schön dunkel. Und steil. Und rutschig. Am besten, ich nehme 3 Stufen auf einmal. Nicht, dass ich noch. Auf den Arsch falle. Das wäre ja zu peinlich. Ja, wäre ja zu peinlich. Ja, ja, ja. Was gibt's? Oh, Mann, hier gibt's so viele Wege. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Ich gehe einfach der Reihenfolge nach. Nach. Ups. Oh. Sieht ja sehr nett hier drin aus. Klingel. Ach, upsi. Mein Kreislauf klötert. Ich sollte nicht so schnell hochkommen. Oder mal ein bisschen Sport treiben. Schleichen Sie sich doch nicht so an. Schleichen? Ich hab doch geklingelt. Ich dachte schon, das sei mein Tinnitus. Wäre kein Wunder bei dem ständigen Lärm der Kreuzertrasse. Von der kalten Zugluft mal abgesehen. Oder den Schimmelpilzen. Aber ich schweife ab. Willkommen im Hotel Minnetekel. Wollen Sie ein Zimmer mieten? Minnetekel? Seltsamer Name für ein Hotel. Finden Sie? Ich fand den Namen immer ganz putzig. Er bedeutet so viel wie drohendes Unheil. Das meine ich ja. Wer will denn in einem drohenden Unheil wohnen? Tun wir das nicht alle? Tja, aber wenn man die Wahl hat? Haben Sie aber nicht. Oder haben Sie in der Gegend ein anderes Hotel gesehen? Nee, hab ich nicht. Seltsamer Ort für ein Hotel, direkt unter der Organon-Kreuzertrasse. Finden Sie? Unsere Umfragen haben ergeben, dass dies die ideale Lage für Kundschaft aus unserer Zielgruppe ist. Menschen ohne Geruchssinn? Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sich alles gefallen lassen. Ah, die. Ich suche eigentlich nur meine Freunde. Ein seniler Gartenzwerg, eine Bordsteingiraffe und ein Zirkusbär mit Hut? Das sind sie. Ja, wir haben hier vorhin eingecheckt. Sie sahen nicht so aus, als könnten sie sich einen Anwalt leisten. Darum habe ich ihnen Zimmer 5 gegeben. Aber keine Sorge. Solange sie keine Lichtschalter, Steckdosen oder tragende Bauelemente anfassen, dürften sie die Nacht überstehen. Vorausgesetzt natürlich, sie bleiben nach Mitternacht auf ihrem Zimmer. Dabei fällt mir ein, haben sie zufällig eine offene Rechnung mit Dämonen, finsteren Gottheiten und kürzlich Verstorbenen? Nicht, dass ich wüsste. Super, dann wäre ja alles geklärt. Sie ahnen ja nicht, wie zimperlich sich manche Versicherungen anstellen, wenn es um übernatürliche Todesursachen geht. Hier ist Ihr Schlüssel. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt im Hotel Minnetekel. Aber ich war noch nicht fertig. Danke, mein Bester. Ja, warte. Kennst du die Gerüchte, dass Deponia gesprengt werden soll? Na klar. Im Umkreis von mehreren Meilen ist deswegen das Popcorn ausverkauft. Nun, es ist alles wahr. Und ich bin derjenige, der es verhindern wird. Oh, prima. Ich dachte schon, das bleibt wieder an mir hängen. Was? Immerhin musste ich diese Woche schon die Hoteltoilette sauber machen. Soll das ein Witz sein? That's up. Natürlich habe ich die Toilette nicht sauber gemacht. So weit kommt's noch. Hallo, ich rede hier von der größten Katastrophe aller Zeiten. Ah, Sie kennen unsere Toilette also bereits.
Willst du andeuten, dass es hier spukt? Aber nicht doch. Hier an der Rezeption sind wir sicher. Es sind die Zimmer, über die ich mir Sorgen machen würde. Insbesondere Zimmer 13. Wieso? Was ist denn mit Zimmer 13? Sagen wir einfach, es war ein Fehler, die Indianer dort zu beerdigen. Ach ja, außerdem hat sich eine Weltuntergangssekte in der Wäscherei eingenistet. Wenn Sie also saubere Bettwäsche brauchen, sollten Sie darauf achten, keine religiösen Insignien oder Jungfrauen bei sich zu tragen. Wie finde ich denn das Zimmer? Oh, wahrscheinlich furchtbar. Ich würde darin nicht übernachten wollen. Warum frage ich überhaupt? Ich gehe da mal auf mein Zimmer. Tun Sie das. Ich werde Sie nicht aufhalten. Und bevor Sie fragen, es erfüllt nicht den Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung. Wir haben das prüfen lassen. Cool. Mir gefällt seine Arbeitseinstellung. Sie ist modisch, bequem und hält den Kopf schön warm. Was gibt's denn hier noch so? Klingeling! Huhu! Klingeling! Bin schon da! Huhu! Okay, ich glaube, da passiert nicht mehr. Dann gehen wir mal weiter. Was ist denn hier hinten noch so? Ach so, hier ist ein Kopf. Ich bewundere seine Taktik. Auf Umwegen zum Kern des Problems vordringen und dann Problem gelöst. Plopp. Das war cool, das Geräusch dieses. Hopp. Ui, wir können hier. Achso, nee. Was hier denn? Salz. Sehr beeindruckend. Wusstet ihr, dass Salz Schimmel ansetzen kann? Hm. Was? Ernsthaft? Dr. Übel Pfeff Snack enthält mindestens 20% Pfeffer. Probieren Sie auch Dr. Übel Reptilienfutter, Dr. Übel Köderinsekten und Dr. Übel Allzweckschaben. Mega der Kacke. Sonst hier nichts mehr? Doch hier. Kaffee. Ich trinke meinen Kaffee normalerweise schwarz. Aber hier scheint es ihn nur in grau-grün zu geben. Mal gucken, ob da noch was drin ist. Oh, da war ja tatsächlich noch was drin. Staub. Kann ja nicht viel mit moderner Kunst anfangen, aber das finde ich gut. Es ist aus der Perspektive eines Menschen gezeichnet, der arglos die Urne seiner verstorbenen Mutter öffnet und dann an einem Herzinfarkt stirbt, weil ihm plötzlich Juxblumen daraus entgegenspringen. Schade nur, dass es so schief hängt. Aha, da haben wir ja den Übeltäter. Eine Mutter. Der braucht schon Werkzeug, wenn er Hände wie Schraubstöcke hat. Ganz schön glitschig, meine Schraubstöcke. Oh Mann. Können wir damit. Was hat einen Bart und öffnet jedem die Tür? Eine Mutter. Oh je. Was findet man häufig am oberen Ende einer Weinflasche? Eine Mutter. Oh, sind immer schlechter. Was steht in der Küche und ist nur in kleinen Dosen genießbar? Eine Mutter. So bekloppt, ne? Was steht in der Küche und ist nur eine kleine Mutter? Was liegt sofort wieder auf der Couch, kaum dass deine Mutter zu putzen aufgehört hat? Eine Mutter. So schlecht im Fluss, ne? Boah, richtig. Richtig schlecht. Nicht so schlecht. Ich mach den mal nicht so ganz schlecht. War schon halbwegs okay. Halbwegs okay, halbwegs okay. Alle Zimmertüren gibt's da. Gibt's da noch? Ist aber groß hier, ne? Immer langsam. Ich höre was. Und der Zerstörer wird kommen durch diese Türen. Und er wird tragen das Zeichen der Bestie. Die Stimme kenn ich doch. Das ist der Wahrsager. Dunkles Klopfen wird seine Ankunft vorausgehen. Und er wird sagen... Aua! Das gibt ein Horn. Hey, äff mich nicht nach, du! Moment mal! Ja! Ich kenn dich! Du bist... sehr beschäftigt. Nein! Du bist das Pfeifenkopfmännchen! Der Wahrsager aus Porta Fisco! Bin ich nicht. Oh, du lügst!
was mich im Grunde als Wahrsager disqualifizieren würde, oder? Jetzt mal keine Spitzfindigkeiten hier. Ich glaube immer noch, dass du der Wahrsager bist. Ich werde oft verwechselt. Zum Beispiel mit Ansgar Fleischhut, dem berühmten Mützenmodell. Willst du mich veräpfeln? Wieso? Wir gehen zum selben Friseur. Komm schon, ich erkenne dich doch. Was hast du zu verbergen? Hm? Nichts. Im Gegensatz zu Ansgar, diesem eitlen Fatzke. Hast du etwa vor zu verreisen? Nur ein kleiner Angelausflug. Es sieht aber eher so aus, als hättest du alle Zelte abgebrochen. Ich gehe auf Großfischjagd. Und dann nimmst du deine ganze Wohnzimmereinrichtung mit? Mein Flatsitter hat Mumps. Was sollte dieses Gemurmel eben? Führst du etwa Selbstgespräche? Ich weiß nicht, was du meinst. Es klang wie so eine Art obskure Weltuntergangspredigt, wie man sie von sinisteren Sektenführern erwarten würde. Ach so, ach das. Ich habe nur ein Lied für die Geburtstagsfeier meiner Nichte gefunden. Und der Zerstörer, willkommen durch diese Türe? Ippo der Zerstörer, König der Komödianten. Und er wird tragen das Zeichen des Tieres? Er trägt das Zeichen des Tieres. Er macht den Elefanten. Bippo, bippo, hui. Herzlichen Glückwunsch, Emil. Ui. Emil Ui? Ein beliebter Mädchenname an der Schrapnellküste. Emil Ui? Was ist das? Was soll dieser seltsame Aufzug? Bist du einer Sekte beigetreten? Das ist nur ein Bademantel aus dem Hotel. Und hat auch das Hotel den Schriftzug Das Ende ist nah eingenäht? Die meinen das Ende der Frühbucherperiode. Das Ende der Frühbucherperiode ist nah. Buchen Sie jetzt Ihren Urlaub im Hotel Menitekel. Lass das Theater, ich hab dich durchschaut. Oh je, das war ja vorherzusehen. Du hattest natürlich recht, ich bin der Wahrsager. Aber ich benutze meine Fähigkeit nur noch ungern. Warum wohl? Es läuft nur noch Mist in der Zukunft, was? Genau genommen läuft da gar nichts mehr. Die Welt wird untergehen. Ja, das war auch meine erste Reaktion. Die zweite war, alle meine Sachen zu packen und einfach abzuhauen. Aber das ist doch Quatsch. Ich weiß, man kann seinem Schicksal nicht entkommen. Genau, man muss sich mit ihm abfinden. Was? Nein. Darum habe ich Gleichgesinnte um mich geschart, um mich mit ihnen zusammen auf das Unausweichliche vorzubereiten. Du hast eine Weltuntergangssekte gegründet. Wann wäre ein besserer Zeitpunkt? Oh je. Die Welt wird heute nicht untergehen. Stimmt, es passiert morgen, kurz vor den Spätnachrichten. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Stimmt ebenfalls. Unglücklicherweise kannst du es nicht. Das werden wir ja sehen. Falsch. Unsere Augäpfel werden längst verbrannt sein, wenn es soweit ist. Du weißt alles besser, was? Berufskrankheit. Ich werde deinem abergläubischen Fuzzi-Verein das Handwerk legen. Aber wir tun doch nichts Unrechtes. Aber nein. Wir wollten nur den Weltuntergang heraufbeschwören. Wollen wir nicht? Das Ende ist nicht mehr aufzuhalten. Alles, was uns bleibt, ist uns spirituell darauf vorzubereiten. Spirituell? Verstehe. Ihr lasst euch also volllaufen. So eine Art Abrissparty für den Planeten. Ganz im Gegenteil. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Also nur Softdrinks. Dann gehe ich doch lieber zu den echten Satanisten. Die wissen wenigstens, wie man feiert. Oh je. Wie kommst du darauf, dass die Welt untergehen wird? Die Vorzeichen waren eindeutig. Gestern Nacht stand der Horizont in Flammen. Du meinst doch nicht etwa mein Barbecue, oder? Dann hat es Feuer vom Himmel geregnet. Okay, ich hätte doch nicht die preisgünstigen Briketts verwenden sollen. Und Frösche. Ich habe doch gesagt, dass die noch nicht ganz durch sind. Schließlich hat sich das Wasser des Ozeans in Blut verwandelt. Ich hab's ja verstanden. Meine kleine Grillparty ist etwas außer Kontrolle geraten. Na und? Das macht mich noch lange nicht zum Reiter der Apokalypse. Ja, und dass das so auf dem Flyer stand? Mein Gott, das hatte PR-Gründe.
Kann ich deine Kutter haben? Nein, aber wenn du an unserem Ritual teilnimmst, bekommst du deine eigene. Spinnst du? Ich werde garantiert nicht an deinem gruseligen Weltuntergangsgehopse teilnehmen. Es ist ein Selbstreinigungsritual. Es geht darum, sich symbolisch von seinen Sünden reinzuwaschen, bevor das Ende kommt. Was denn für Sünden? Ich bin dabei, die Welt zu retten. Genau genommen bin ich so etwas wie ein Heiliger. Und gewaschen habe ich mich diese Woche auch schon. Oh. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da eigentlich? Ich mach mich fertig für meine große Ansprache. Die Welt geht ja nicht alle Tage unter. Da will ich gut aussehen. Verstehe. Das kann eine Weile dauern. Ach komm schon, gib schon die Kutte her. Nein, diese Kutten sind nur für Menschen bestimmt, die willens sind, sich reinzuwaschen von... Oh, erspar mir das. Ich bin schon raus. Ich habe es anders gesehen. Was treibst du da noch gleich? Ich mach mich fertig. Die Welt geht... Ich finde, du siehst ja gut genug aus. Meinst du? Nein, irgendetwas stimmt da noch nicht. Ja, fehlen die Haare. Vielleicht sollte ich mir doch noch mal die Augenbrauen zupfen. Ach, dir ist ja nicht mehr zu helfen. Keinem von uns. Doch, mir schon auf uns. Mr. Toffee. Bescheuerter Name für eine Tarantel. Ich hoffe, er hat nichts mit Camouflage zu tun. Hey, lass Mr. Toffee in Ruhe. So, mal gucken, was hier ich noch erblicke ist. Darin eine Einladung zu einem famosen Streich. Ah. Ich lach mich jetzt schon kaputt. Ah, Blättenstaub. Absurder Humor ist ja an sich okay. Aber ich kann diese einmalige Gelegenheit nicht für einen billigen Karlauer verschwenden. Ich denke vor allem an die Fans, die meine Streiche wegen ihrer hintergründigen Doppelbödigkeit lieben. Gut, dann geht's in der nächsten Folge erst weiter, weil Rufus das so wollte. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.